is forever, ever, or to never mind. Oh, I. Denn ich hatte etwas Pech. Ihr habt ja gesehen in den letzten Folgen, dass ich endlich den legendären Bären erlegt habe. Und es war massiv knapp. Also das ist nicht nur, dass er sich halb auf mich draufgelegt hat, sondern er war der Meinung, den besiege ich. Zum Glück haben wir gewonnen. Jetzt daraufhin habe ich dann noch den Trapper gefunden, der unter anderem auch Tierfellklamotten herstellt. Ist halt so eine Sache, also ja, unbedingt einen Bärenhut tragen, weiß ich nicht. Ich habe ihn erstmal und gut ist, weil wir haben ja den Bären am Ende erlegt und warum sollen wir ihn wegschmeißen? So, jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe hier ein bisschen geforscht, wollte ein bisschen Schatztruhen sammeln, beziehungsweise Schätze sammeln. Ja, ist schön, hat nicht geklappt. Und dann bin ich dummerweise, wirklich dummerweise... Also ich wollte hier den Elch habe ich noch nicht geholt. Da ist der Trapper. Hier oben ist der Bär, den wir erlegt haben. Oh, hier ist auch eine legendäre Ente. Okay. Gut, die habe ich verpasst. Aber hier gibt es Grizzlies. Unter anderem. War auch eine ganz schöne Geschichte. Bin ich hier hingegangen. Hier sollte eigentlich ein Schatz sein. Das war aber der falsche. Und ich habe die herausgefunden. Es kann sein, dass ihr das anders herausgefunden habt. Wenn man Schatzkarten nicht hat. Also wenn man... theoretisch nicht weiß, wo die Orte sind, braucht man gar nicht an die Orte gehen, wo sie am Ende sein werden. Versteht ihr, wie ich meine? Ich habe nämlich so einen kleinen Tipp bei Google gehabt. Ja, ich habe ein bisschen gespoilert, deswegen aufpassen. Hier sollen zwei Schätze liegen. Ich habe aber die Schatzkarten nicht dafür und ohne die Schatzkarten liegt auch der Schatz dort nicht. Dachte mir dann, okay, ich verkaufe meine Felle hier an diesem Ort. Vielleicht gibt es da was Schönes. Kleiner Tipp am Rande. Geht dort nicht hin. Dort sind komische Leute, die einen ganz schnell abstechen wollen. Geht dort nicht hin. Deswegen werde ich mich jetzt weiter um die Mission kümmern. Heute wird es so ein bisschen sein. Wir werden ein bisschen durch die Prärie wandern. Denn ich will eigentlich hier hinten endlich zu Mika. Ja? Und hier hinten noch das machen. Das heißt, wir werden einmal nach Strawberry gehen. Und da markiere ich einfach mal hier den Zeitungsverkäufer. Und werden heute nach Strawberry reiten. Ich weiß nicht, was passieren wird. Schauen wir mal. Den Bogen rüst mal aus. Ich brauche definitiv auch neue Pfeile. Hier rüst mal das Repetierkarabiner aus. Und dann machen wir uns auf den Weg. Wenn ich Fälle finde, dann finde ich Fälle. Guten Morgen. Warum will ich denn sterben? Keine Ahnung. Ich will nicht sterben. Ich habe nichts gemacht. Wer weiß. Aber wahrscheinlich, weil ich den Bogen hier noch offen hatte. Ja, hier oben wird irgendwie eine Schiene gebaut. Das habe ich nur so halbherzig gesehen. Also hier oben wird die Eisenbahnstrecke weitergebaut. Wenn man hier mal rüber guckt, theoretisch sollte hier kein Zug kommen. Hier wird... Ah, hier da hinten wird ja die Schiene weitergebaut. Okay. Das ist also so ein großes Arbeitslager, keine Ahnung. Aber es interessiert uns jetzt auch aktuell nicht. Wir reiten jetzt durch die Prärie. Ich bin sehr gespannt, was uns da alles begegnet. Wie gesagt, wenn wir Tiere erlegen können, dann tun wir das. Wie zum Beispiel hier den Reh, das Reh, was hier komplett mir wegrennt, weil ich wieder nicht aufgepasst habe. Ach Mensch. Na gut, weiter geht's. Übrigens, ich bin mittlerweile zum ersten Mal gegen einen Baum gerannt. Das war sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hat's gar nicht. Hat unwahrscheinlich weh, aber okay. Es ist mir auch passiert. Ich war zu hastig und habe die Kontrolle über Ingo verloren. So, das ist Reh ist meins. Okay. Weil wir müssen ja auch noch ein bisschen Geld verdienen. Ich weiß nicht, wie viel ich aktuell an Geld habe. Jeden Fall, der letzte Tod hat mich 18 Dollar gekostet. Das war nicht ganz ohne. So, heute. Ich kann übrigens auch diese Fleischköder direkt wegbringen. Und verkaufen. Zumindest an Mr. Pearson spenden. Da ich aber aktuell nicht zu Mr. Pearson will, sondern nach Strawberry, um da die Mission zu erledigen, werden wir... da jetzt keine großen Kadaver mitnehmen. So, weiter geht's. Und gucken wir einfach mal, was wir so entdecken auf dem Weg.
bin sehr gespannt. Vielleicht wieder im Ku Klux Klan, wenn sie sich wieder gegenseitig vom Kreuz erschlagen lassen oder anzünden. Das war sehr lustig. Das hat mir Freude gemacht. Aber einfach nur, weil es der Ku Klux Klan sein sollte oder dargestellt werden sollte. Und ich definitiv nicht den... Ne? Haben wir das Eichhörnchen? Ja, es läuft noch. Gut. Wir haben es nur angepustet. So ein Truthahn. Das ist heute auch ein langer Ritt. Heute geht es wirklich nur darum, mal zu gucken, was wir hier sehen. Ein bisschen auch die Landschaft genießen, die ja wirklich toll ist. Was bist du denn hier? Zack, meiner. Wer sich jetzt fragt, ob ich hier wildere oder nicht, nein, tue ich natürlich in erster Linie nicht. Sondern ich versorge Strawberry mit Fleisch. Kann ich den aufheben? Kann man den mitnehmen? Und da ist eine Hütte, da gehen wir mal rein. Für die lange Reise brauche ich ja auch Essen, das heißt, ich bin ja auch Selbstversorger. So, jetzt gehen wir mal hier in die Hütte. Ich suche hier auch noch Zigarettenbildchen und ähnliches. Was war denn das? Was ist das hier? Oregano. Oregano ist gut. Das können wir garantiert noch für irgendwas gebrauchen. Hier ist auch noch irgendwas. Wilde Möhre, können wir essen. Okay, wir sind voll. So, dann gehen wir mal in die Hütte. Weil in solchen Hütten habe ich auch immer so Kleinigkeiten gefunden für unsere Lagerleute. Und vielleicht haben die ja auch was für mich. Waffe ziehe ich schon mal. Man weiß ja nie. Und manchmal entdeckt Arthur andere Ortschaften. Oh Gott. Es ist dunkel. Das heißt, wir machen uns mal Licht ans Fahrrad. Na gut, so dunkel ist es auch nicht. Und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Hier ist auch scheinbar keiner da. Ja. Manchmal, ab und zu findet man ja auch hier Schätze. Kann ja sein, dass wir hier noch was finden. Gemahlener Kaffee, der war eh alle. Meins, Großtarnungstinktur Hammer. Was haben wir hier noch? Nix. Es ist auch keiner da, also von daher, da kann man auch mal hier ein bisschen gucken. Ich suche ja auch Zigarettenbildchen. Oh, Geldscheinklammer. Ich habe nichts geklaut. Ich verwahre das nur. Okay, wir haben $352, das ist dann schon ordentlich. Damit ich auch weiß, dass ich schon mal hier war, lasse ich einfach alles offen. Geh doch mal in die Schublade ran. Die Schatulle meine ich. Jö. Ist das schon Diebstahl oder borge ich mir das nur aus? Es ist theoretisch Diebstahl, aber ich muss das hier auch machen. Ich muss ja hier gucken, was hier los ist. Nachttischchen habe ich schon untersucht. Okay, also keine Zigarettenbildchen. Gehen wir weiter. Ingo, wo bist du? Dort vorne steht Ingo. Und hier sind Truthähne. Und ein Reh. Naja, geht ruhig. Bevor wir in Rhodes weitermachen, will ich ja gucken, ob Mika auch wieder zu uns kommt. Auch wenn ich ihn nicht mag. Außerdem muss ich mal wieder einkaufen gehen. Ich habe nicht mehr viel. Oh, da steht ein Zug.
Da fährt ein Zug nach nirgendwo. Na gut, er fährt doch. Züge können lukrative Raubziele sein. Um einen Zug auszuprobieren, kannst du einsteigen, wenn er hält, oder vom Pferderücken aus aufspringen. Ja, das machen wir ein andermal. Ich will ja nicht ganz so schlecht werden. Ich begehe ja nur gewisse Verbrechen, um unser Lager zu bewirtschaften. Das ist sicherlich nicht immer richtig, aber... Oh, wir können jemandem helfen. Endlich können wir wieder jemandem helfen. Was hat sie denn für ein Problem? What happened, man? My horse threw me, and I landed on my foot, and I heard a snap. My leg's all numb. My leg, it hurts so bad. Schrei doch nicht so rum. Ich komme doch schon helfen. Oh Gott. Hands up now. Erstmal entwaffnen. So, das war ja ein taktischer Überfall. Also so nicht hier. So schon mal nicht. So, damit mich auch keiner sieht, wie ich die hier jetzt plündere. Damit mich hier keiner erkennt. Weil ich bin ja angegriffen worden und nicht umgedreht. Abgriffen Rolling Block Gewehr. Hm, brauchen wir nicht. Werde ich einfach überfallen hier. So, und weg hier. Bevor man das noch mit mir in Verbindung bringt. Ich war das nämlich nicht. Seht ihr das? Da legen sich unschuldige Frauen auf den Fußboden, sagen, sie brauchen Hilfe, und dann wird man überfallen. Hey, schöne Ochse. Oh, ein Angus-Ochse nur mit gut, aber das ist ja nicht schlimm. Der arme Ingo, der hat sich glatt erschreckt. Die Rechnung ist nur halt ohne mich ausgegangen oder ohne meine Revolver. Beziehungsweise für die ist es schlecht ausgegangen, weil kaputt. So, die Krähen hier übrigens, die haben diese Schwungfedern, die ihr braucht. Übrigens, Enten haben die auch. Nur mal so, by the way. Oh, hier war ich schon mal. On the road again. Ich glaube, dem Fuchs wird schon schlecht hinten drauf. Schauen wir mal, wann man Strawberry sind. Es dauert noch ein bisschen. Das ist einfach auch mal eine schöne Landschaftsfolge. Ja, man muss das auch mal genießen, was man hier hingezaubert hat. Ich möchte aber betonen, die Frau habe ich nicht erschossen, sondern ich habe sie erschlagen. Ich habe mich nur gewehrt. Sie schläft jetzt. Rehe. Hey, partner. Morning, mister. Geh weg, du Hirsch. Du willst von mir nicht gejagt werden. Ich würde sagen, er hat da ein Problem.
glaube, wir müssen sein Pferd zurückholen. Ingo, lauf. Tu was für dein Geld. Komm her. Wie konnte ich das denn... So. Komm mit. Ah, jetzt fängt das ein. Nicht in die Kutsche reiten. Ich bin ja auch mal ein Guter. Und wir müssen in die Richtung. Ganz schön schlechtes Wetter hier. Oh, this is really nice of you. Thank you, thank you, thank you. Please. Accept my thanks as reward. I won't forget this. Ja, wieder was gut gemacht. So muss es sein. So muss es sein. Hier ist jemand. Hier ist irgendwas. Was ist hier? Eine fremde Person. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Da oben ist ein Pferd, sehe ich. Wir müssen ja auch nach fremden Personen Ausschau halten. Aha. Because if they did, they can get lost. I have never been so insulted in all my life. Really, laughed at. Balderdash. Are you quite certain you're not a spy? Nein. Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct, and I can prove it. What are you doing? I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state. Ich hab nämlich schon eins gefunden. Vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim and fly. Quite unique. I call it Totalisaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis. Arthur. Miss Deborah. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Das ist gut, weil ich habe schon eins davon gefunden. I think I found some. Genau. Here. Excellent. Ich habe nämlich schon eins gefunden. Investigate. And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Schön auch wieder die Wettereffekte. Good day to you, sir. Ja, dir auch. Deborah, mach's gut. So, ein von 30 Saurierknochen gefunden. Wie gesagt, einen habe ich ja schon. So für sie im ganzen Land nach Saurierknochen Ausschau halten. Die Fundorte können von jeder Postmeister aus an Deborah übermittelt werden. Jo, ist okay. 30 Saurierknochen gefunden. Schicke alle Ortsangaben an Deborah. Hol dir deine Belohnung. Jo, okay. Haben wir ja ein bisschen was zu tun. Schön. Wieder eine fremde Person entdeckt.
So, weiter geht's im Sturm. Ach, herrlich hier. Schöner Platzregen. Wird der Arthur ein bisschen nass. Das ist wieder eine Windmühle. Ah ne, es ist der Postmädchen. Hier war ich schon mal, aber hier gibt es keinen Händler. Schade, schade, schade. Nö, hier gibt es nur einen Pokertisch. Ah, hier haben wir ja einen Reverend befreit. Seiner Spielsucht. Ich erinnere mich. So, weiter geht's. Pferdchen. Stop right now. Whoa. One more. Ist der gerade echt auf die Nase gefallen? So, Jungs hier, nicht mit mir. Einmal komplett überfallen werden. Alles gut, mein Freund. Alles gut, alles gut, alles gut, Ingo. Alles gut, dir passiert nichts. Hier passiert nichts. Alles gut. Ich hole mir jetzt gleich mal das Zeug. Wer weiß, was die noch dabei hatten. So, ich maskiere mich mal wieder. Waren das jetzt Otriscals? Ich habe keine Ahnung. Ja, es waren wieder mal die Otriscals. Wie immer. Einer muss ja immer stänkern. Glaube ich, der vierte ist weg. Komm her. Und weiter geht's. Es waren wieder die Otriscals, wie immer. Als wenn die nichts zu tun hätten. Oh, da vorne ist jemand. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich erinnere mich an ihn. American Ginseng. Take a feller from not too bad to hardy as buck in no time. Really something. Yep, you don't find this every day. Does this in your medicine? Give it some zip. Believe me. Whatever you're selling, I ain't buying. Anyway, I ain't gonna use all of this, so feel free to help yourself to whatever's left. Danke. Take care now. Ja, das ist so der Kräuterexperte. Aber Ginseng soll die Gesundheit wieder herstellen. Nehmen wir es gleich mal mit. Bevor wir weiterreiten. Würde ich sagen, weiter geht's. Ja.
eine Umweltverschmutzung. Er lässt auch alles liegen. Okay, hier sind Enten. Was seid ihr denn hier für Tierchen? Weiblicher amerikanischer Grabbelbock. Mit perfekten Fällen, naja gut. Die verschonen wir jetzt mal, wir haben ja genug. Und wir wollen hier noch ein Stückchen, wir müssen hier noch ein Stückchen. Dafür gibt es dann in Strawberry erstmal ein schönes Bett. Eine heiße Dusche. Okay, hier ist schon mal das Postamt. Hi there, Mister. Looks like you're just learning how to hunt those kills. Ich möchte nicht auf sein Pferd springen. Nein, habe ich keine Lust. Mal ab nach Strawberry. Wir sollten mittlerweile in der Nähe sein. Denn hier fängt das bergige Gelände an. Den Hasen verschonen wir. Da oben ist ein Lager. Könnte das Mikas Lager sein? Muss mal kurz was schauen. Das könnte Mikas Lager sein. Aber wir wollten ja erstmal. Nach Strawberry selbst. Alles andere kommt dann später. Was ist hier jetzt los? Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ich höre nur Hilfeschreie. Oh, Falle entschärfen. Komm, wir helfen ihm mal. Wenn er hier schon in eine Bärenfalle reinläuft. Oh. Wenn ich sehe jetzt zufallen, dass er sein Bein ab, oder? Und wieder was Gutes getan. Jetzt nicht sterben. Gut, er bindet es gleich ab. Guck mal, wir können ihm noch hier helfen. Schnaps geben hier. Wenn ich kein Guter bin, dann weiß ich auch nicht. Hat er noch was? My leg feels like it's on fire. Mach's gut, du schaffst das. Du bist stark. So, ich gehe da mal wieder rüber zu Ingo. Nochmal durchs Kalte. Also wenn ich hier eine Blasenentzündung kriege, weiß ich warum. Durchs kalte Wasser hier stiefeln. Komm, Ingo, wir haben zu tun, wir haben wieder jemandem geholfen. Wieder Ehre erlangt. Das hilft bei unseren ganzen Fehltritten. Hallo, Kutsche. Hallo, Reiter. Und da vorne ist schon Story, das heißt, wir haben es geschafft. Das finde ich doch mal mega gut. Ja, und dann werden wir in der nächsten Folge, werden wir hier das Kopfgeld noch eintragen. Nicht das Kopfgeld, sondern die Kredite eintreiben. Das ist zwar immer nicht schön, aber. Wenn man sich Geld leiht, muss man auch damit rechnen, dass man es irgendwann zurückzahlen muss. Jetzt gehe ich aber erstmal hier hin, zu ihm. Gucken, was er mir für den Kojoten zahlt. Oder für den Fuchs, eher gesagt. Na, ja, was zahlst du mir? Du siehst aber auch. Du musst dir mal das Gesicht waschen. Du bist sehr blutverschmiert. Okay, es wird verkauft. Wird verkauft. Entenfedern.
Behalten wir Bärenklaue. Verkaufen wir. Done and done. Hasenfell, Rabenfedern. Ach, die verkaufen wir auch. Hirschfell schlecht. Und ein Fuchskadaver. So. Damit haben wir alles verkauft, was wir wollten. Kann ich hier jetzt hier einen Brief verschicken? Weiß ich nicht. Ich gehe mal hier rein. Ja, also wir sind jetzt in Strawberry angekommen. Ich werde hier noch ein bisschen einkaufen und verkaufen, je nachdem. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann werden wir hier Schulden eintreiben und natürlich Mikas Mission machen. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Freue mich darauf, wenn ihr wieder mit dabei seid und sage tschüss, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag.